Der Kampf gegen die terroristische Hamas im Gazastreifen. Das israelische Militär hat jetzt Bilder freigegeben, die das Vorrücken der Soldaten unter Lebensgefahr zeigen. Schweres Gerät mit Drohnenschutzdächern rückt vor, gefolgt von zahlreichen Infanteristen. Durch staubig-sandiges Gelände kämpfen sich die israelischen Truppen immer tiefer in den Gazastreifen. Das Ziel nun, das knapp 500 Kilometer lange und etwa 70 Meter tiefe Tunnelsystem der Hamas zu zerstören und vor allem die etwa 230 israelischen Geiseln zu befreien. Ein tödliches Unterfangen, denn die Hamas attackiert Israel weiter ohne Unterlass. Auch die Angst vor tödlichen Fallen und brutalen Hinterhalten ist groß. Beim Häuserkampf in den Ruinen des Gazastreifens ist die Lage extrem unübersichtlich. Erstmals setzen die Israelis nun auch Panzer und gepanzerte Bulldozer im Kriegsgebiet ein. Diese sollen das Gebiet von Sprengfallen befreien, Wege freimachen und mit ihren Schaufeln Erdwälle errichten, die als Schutzschilde dienen. Die Truppen haben auch Schwammbomben an Bord, die bis zu 30 Meter tief unter der Erde aufschwemmen und die Tunnel verstopfen können. Vom Strand bis ins Hinterland. Die israelische Armee will erst dann stoppen, wenn die Geiseln befreit und die Hamas zerstört worden sind.